Das literarische Quartett heute aus Frankfurt wegen der Frankfurter Buchmesse. Es nehmen wie üblich teil Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg, Sigrid Löffler, Profil, Wien. Marcel Reich-Ranitzky, Frankfurter Allgemeine, Frankfurt. Ja, und unser Gast heute ist ein Fürst aus einer Republik, Peter von Matt aus Zürich. Die Schweiz ist ja eine Republik, wie wir wissen. Und Peter von Matt ist der Fürst der Schweizer Germanisten. Ein vorzüglicher Wissenschaftler, der zugleich ein Schriftsteller ist, wie es nur wenige gibt. Und ein Schriftsteller, der ein Gelehrter ist. Wir freuen uns, Sie, Peter von Matt, in unserem Kreis sehen zu können. Das Buch in diesem Herbst, über das am meisten geschrieben wird, ist Martin Walsers Roman Verteidigung der Kindheit. 80.000 Exemplare sind schon verkauft. Ein Triumph. Wessen Triumph? Herr Karasek, was meint Sie? Martin Walsers Roman ist sein erster Roman, der seine engere Heimat verlässt. Er spielt in Dresden. Er ist der Roman eines Dresdner Jungen, der in den Dresdner Bombennächten geprägt wurde, der eine starke Mutterbindung hat, der den Vater und die Mutter, die Trennung von Vater und Mutter sich auf die Seite der Mutter schlägt, in der DDR studiert, dort nicht weiter studieren kann, weil er sich politisch nicht so betätigt, nach West-Berlin geht und ein Jurist, ein zweitklassiger Jurist wird. Das Buch ist deshalb so bewegend und so aufregend, weil es an einem deutschen Einzelschicksal sozusagen die Geschichte der DDR und die Geschichte der deutschen Teilung noch einmal mitschreibt. Es ist zweitens deshalb aufregend, weil es zeigt an einem Fall, dass wir in der Kindheit am weitesten sind, dass wir da Genies sind und wodurch das zerstört, vernichtet wird, wodurch das verloren geht. Das Buch ist drittens deshalb so aufregend, weil es voller Ironie ein Panorama deutschen Lebens an der Universität, deutscher Wirtinnen, deutscher Beamter, deutscher Bürostuben, deutscher Professoren gibt und eigentlich wirklich der erste Roman von Walser ist, wo er von sich absieht und ein objektives, großes Gemälde unserer jüngsten Vergangenheit und unserer Gegenwart gegeben hat. Aber ist das Ungewöhnliche nicht eigentlich auch, dass der Martin Walser zum ersten Mal sich nicht auf seine Fantasie verlassen hat, sondern vorgefundenes Material verwendet hat? Er hat mir erzählt, es sind ihm ganze Kisten von Dokumenten und Archivmaterialien geliefert worden und er hat aus diesem vorgefundenen Material diese Figur erfunden, gefunden, sich anverwandelt und zu einer eigenen Figur gemacht. Ist das gut oder schlecht? Es ist problematisch. Ja, meinen Sie? Ja, problematisch ist selber wiederum ein problematischer Begriff, weil das Buch ist ja nicht so, wie man vielleicht bei einer solchen Beschreibung denken könnte, dass es sich einem gleich eröffnet, dass sofort da ein gewaltiges Spektakel losgeht. Es ist zwar das Spektakel der Geschichte darin, aber es ist ein Buch, das auch Schwierigkeiten bietet, dem Leser Schwierigkeiten macht, den Lesenden Schwellen setzt und man muss mit einer gewissen Ausdauer an die Sache heran. Und ich finde, das gehört zum Großartigen dieses Buches, dass es eine immense Menge von Effekten, die gewissermaßen auf dem silbernen Tablett dem Autor offeriert wurden von der Geschichte, dass es die alle nicht benutzt. Er arbeitet mit einer solchen Zurückhaltung, dass man aus dem Staunen nicht herauskommt. Er könnte auf den Putz hauen, er könnte Lacher produzieren, er könnte einen Klamauk loslassen mit diesem immens komischen Mann, aber die Komik dieses Buches ist unheimlich schleichend, das setzt sich so durch. Man ist plötzlich... Es gibt manchmal natürlich auch komische Explosionen, also beispielsweise die Schilderung, wo er im Büro denkt, alle würden ihn homosexuell verfolgen, weil er homosexuelle Neigung hat. Und ein Jahr später entdeckt er, dass das alles Quatsch war, dass das alles nur in seiner Fantasie... Das finden Sie sehr komisch, dieses also diese, Motiv. Nicht das Motiv, die Auflösung war sehr komisch, dieses Motivs, wie er diesen Verfolgungswahn in andere projiziert.
Aber ich wollte zu Frau Löffler was sagen. Ich glaube nicht, dass das ganz neu ist, was er da macht. Bisher war das Material, das Martin Walser benutzte, natürlich benutzt jeder Autor Material, seine eigene Wirklichkeit. Und das war eine gewisse Stärke von ihm, aber auch eine Schwäche. Martin Walser ist ein Autor, der sich selbst sympathisch ist, und so hat er sich in seinen bisherigen Büchern sehr geschont. Dieses Buch ist, und das ist für mich ein ungeheurer Gewinn, er liebt seinen Helden auch, aber er hat die Fähigkeit zu einer großen Objektivierung, und ich glaube, daher berührt diese Stille, die von dem Buch ausgeht. Herr von Hals, habe ich Sie richtig verstanden? Sie sind tief beeindruckt, beinahe begeistert von diesem Buch. Ja. Ja, und wie ist es mit Ihnen? Bei Ihnen habe ich noch nicht ganz verstanden. Was ist das? Nur gut, schlecht, wie ist das? Hätte ich doch gern gewusst. Naja, stellen Sie sich die Situation mal vor. Es werden da Kisten angeliefert mit Fotos aus einem fremden Leben. Die Familienbeziehungen eines fremden Lebens werden einem da angeliefert. Martin Walser hat mir erzählt, er hat da mal ein Jahr lang nur dieses Material gesichtet und gelesen. Und dann kommt der Punkt, wo er sich doch fragen muss, was hat das mit mir zu tun und wo fängt er an, die eigene Fantasie zu arbeiten. Und da denke ich, war es wohl die Beziehung zur Mutter, wo die Fantasie zu arbeiten begonnen hat. Jetzt sage ich mal was Positives, was mir gefallen hat. Wenn also da so ein merkwürdiger, verschrobener Junggeselle, der Held ist, der nie von seiner Mutter wegkommt, also da hört man den Sigmund Freud ja schon. Und dass der Martin Walser es verstanden hat, hier nicht in diese doch schon sehr abgedroschenen psychoanalytischen Muster zu verfallen, sondern diese Mutter-Sohn-Beziehung frei. Im Gegenteil, er macht sich über die Muster sogar lustig. Frei von diesen Patterns zu erzählen, das ist wahrscheinlich schon eine Stärke. Aber der Fall ist natürlich voll und ganz auflösbar nach all diesen psychologischen Mustern. Das ist eigentlich das Verrückte daran, dass er einen absolut klinischen Fall hinstellt. Das, was man immer sagt, das dürfen die Schriftsteller nicht, denn was soll uns das? Was soll uns das klinisch? Das muss doch exemplarisch sein. Den Oedipus-Komplex kennen wir, ja. Und überlässt es uns, einen solchen ausgefallenen Menschen dann irgendwo exemplarisch zu finden. Und das finde ich das Spannende daran, dass wir immer denken, warum interessiert mich der Typ überhaupt? Ich möchte mit dem eigentlich keine nähere Bekanntschaft machen. Ja. Herr von Watt, ich finde die Frage fabelhaft. Warum interessiert mich der Typ, fragen Sie. Und ich frage, warum interessiert mich dieser Typ überhaupt nicht? Ich bin ganz anderer Ansicht als Herr Karasek und anderer Ansicht als Sie. Bei Frau Löffler sehe ich eine potenzielle Verbündete. Ja, ich fürchte es auch, ja. Ja, ich glaube, dass dieses Buch ein ungeheurer Triumph ist. Es ist einer der größten Triumphe in der deutschen Literaturgeschichte der letzten 10 Jahre. Aber es ist nicht der Triumph Martin Walsers. Es ist ein Triumph des Suhrkamp-Chefs Siegfried Unzelt, der es fertiggebracht hat, die von diesem Buch 80.000 Exemplare bis jetzt zu verkaufen, den deutschen Buchhändlern dieses Buch als Meisterwerk der Literatur einzureden, die dieses Buch ordern in Hülle und Fülle, die dann das den Lesern einreden und auch ein Triumph Unzelt. Ich sage das ernsthaft, denn wissen Sie, gute Wenn Sie Bücher noch kann. Minuten schimpfen, Herr Reichranitzky, werden es noch 10.000. Warten Sie, das stört mich nicht. Das stört mich überhaupt nicht. Sehen Sie, gute Bücher kann manch ein Verleger verkaufen. Unsels Genialität besteht darin, dass er schlechte Bücher dem Volk einredet. Ja, also, Herr Reichranitzky, man darf doch auf sein Leseerlebnis rekurrieren. Ich habe das Buch in den Ferien gelesen, als Leseexemplar. Da war von dem Verkaufstriumph noch nicht die Rede. Ich habe mich, wie Herr von Matt offensichtlich auch, braucht einen langen Weg in das Buch hinein. Die ersten 100 Seiten machen es einem nicht leicht. Und dann lässt einem dieses Buch nicht mehr los. Ja. Ich habe es als eines der faszinierendsten Leseerlebnisse, und Sie werden mir nicht einreden, dass ein schlechtes Buch das sein kann, von dem man sich ungern verabschiedet und sagt, schade, dass es schon zu Ende ist. Lieber, ich glaube in jedes Wort, aber ich hoffe, bitte, dass wir uns einigen, dass wir zwei völlig unterschiedliche Leseerlebnisse hatten. Das hast du in ganz verschiedenen Kritiken schon gelesen. Die ersten 100 Seiten leider missraten. Nein, bisschen schwach, auch nicht schwach. Nein, das ist so, wie wenn man
in eine fremde Gesellschaft kommt, ja, und man sagt, was machen die Leute da? Das ist für mich jetzt noch nicht das Übliche. Und dann sagt man, aha, nach 100 Seiten, jetzt habe ich verstanden, worum, ja, es geht. Ich habe mich auf das Spiel eingelassen. Ja. Ich wollte nicht sagen, dass die ersten 100 Seiten schwach sind. Da hätten Sie mich völlig missverstanden. Also, das ist geklärt. Nun muss ich also erst mal erklären, warum mich der Mensch nicht interessiert. Hier wurde erst mal gesagt, das ist ganz wichtig, was Frau Löffler sagte, was hat der Kerl gemacht? Er hat ja eine Kiste mit Dokumenten und Fotos, alles übernommen. So stellt er es dar und das wird ja stimmen. Wozu hat er das gemacht? Unter uns. Mich interessiert das nicht. Mich interessiert in der Literatur immer nur eins, das Ergebnis. Wie er das gemacht hat, ob er Dokumente verwendet hat und Fotos und ob er ein halbes Jahr oder 5 Jahre daran gearbeitet hat, ist sekundär. Das Ergebnis hat den Freund Karasek tief beeindruckt. Mich überhaupt nicht. Ich habe gelitten, unmenschlich gelitten, und ich habe aus reinem, meiner preußischen Pflichtgefühl, bis zur letzten Zeile gelesen, nicht bedauernd, weil die letzten Seiten mit dem Tod von dem Dorn, also heißt der Held im Mittelpunkt, nicht schlecht sind. Warum, also was ist, warum ist mir das Buch so fremd? Tut mir leid, dass ich Sie in dieses, sadistisch in dieses Abenteuer des Lesens treiben muss. Nein, nein, das haben Sie nicht getrieben, sondern der Suhrkamp Verlag und Martin Walser und die deutsche Öffentlichkeit, die Kritiker, die alle vor diesem Buch auf die Knie gefallen sind, mit einer rühmlichen Ausnahme. Werner Fult in der FAZ. Mit einer blödsinnigen Ausnahme. Nein, der nein, hat gesagt, ein stalinistischer Roman. Das ist der größte Schwachsinn, den ich gelesen habe. Er hat gesagt, der letzte Roman des sozialistischen Realismus. Ja, damit bin ich gar nicht einverstanden. Nein, eben, mit dieser seiner Formulierung. Ja. Nur warten Sie mal. Was mich an dem Roman stört, ist eine Sache, die mich oft an Romanen stört. Ich habe nicht gern Idioten als Helden. Der Mann ist dumm, dieser Mann im Mittelpunkt. Er ist ein neurotischer Mensch. Schad nicht, kann ein Held eines Romans, weiß Gott sein. Er hat eine Eigenschaft, die ich als bei Romanfiguren nicht gern habe. Zentralen Romanfiguren. Er ist infantil. Der Mann ist vollkommen infantil. Und schlimmer noch, Walser hat sich in die Figur so vertieft, dass die Sprache Walsers in diesem Roman ebenfalls simpel und infantil ist. So simpel hat Walser vor 20 Jahren nicht geschrieben. Wohlgemerkt, ich bewundere den Essayisten Walser. Walser hat einige wunderbare Erzählungen geschrieben. Seine Romane waren alle nicht gut. Ich kenne keinen einzigen Roman von ihm, der gut war. Aber bleiben wir bei diesem. Da der Held infantil ist, unmenschlich verliebt in seine Mutter, und ist er überhaupt keine exemplarische Figur für mich. Er ist ja befangen in einer Welt, die in keinem Sinne... Sagen Sie, können Sie in Romanen nur strahlende Helden ertragen? Nein! Oh nein, das stimmt nicht! Ist Oblomow ein missglückter Roman, weil sich der Faulpelz nicht aus seinem Bett bewegt? Oblomow ist intelligent und der Held nicht. Also, ich darf noch einen Einwand... Sie jetzt schon ein Diagramm des Helden auf, den Sie akzeptieren. Und wer... Ein Autor, der einen Helden ins Buch stellt, das diesem Wunschbild nicht entspricht, der ist dann schon, der hat schon gar keine Chance mehr. Also das ist falsch. Da müsste ein Prospekt herausgeben und sagen, so sind die Helden. Diese Helden kommen auf mich zu. Ja. Warten Sie. Ja. Man kann einen Roman mit einem Dummkopf im Mittelpunkt schreiben, aber sehr schwer. Da muss man genial sein, damit der Roman nicht langweilig und blöd wird. Der Mann ist kein Dummkopf, sondern Sie haben das Buch in einem entscheidenden Punkt missgelesen, um es vorsichtig auszudrücken. Immer die, die ein Buch anders verstehen als Sie, haben es missverstanden. Nein, nein, ich versuche es mit dem einen Punkt. Das ist wirklich das Buch, das die Aufregung, und das ist das Exemplarische, noch einmal festhält. Warum sind wir als Kinder eigentlich alle Genies? Dies ist ein Genie. Nein, sind wir nicht. Doch, wir sind es in gewisser Weise. Ja, die Schule, ist schon mal also falsch. Künstlerisch, wenn Sie sich angucken, wie Kinder schreiben, wie sie malen, wie sie mit Musik umgehen, das wird alles später meist zerstört. Bei ganz wenigen wird es entwickelt. Aber genial ist es nicht. Bei Mozart war es genial. Darf ich einmal ausreden? Ja? Und dieses Buch zeigt einen Jungen, der wirklich in der Musik, im Malen, im Erzählen genial ist. Ein geniales Kind. Und Walser beschreibt sehr, wie das Leben ihn so beschädigt, dass er bis zum tragischen Mittelmaß wird, bis zum Selbstmörder fast, obwohl das
Ende offen bleibt. Das finde ich aufregend. Es ist das Buch, das schildert, warum zerstört uns die Gesellschaft, warum können wir uns eigentlich gegen eine Welt nur wehren, wenn wir uns in die Kindheit zurückziehen, dabei aber dann gegen das Leben verlieren. Also das ist für mich ein großer Abenteuerroman. Bitte, also ich habe von diesem Abenteuer nichts gemerkt. Ich finde das Buch ungeheuerlich langweilig. Es hat überhaupt nicht eine Episode, die mich irgendwie berührt hätte. In allen anderen Büchern, die wir heute debattieren werden, sind sehr wohl solche Episoden. Ich kann diesen Erfolg, diesen Riesenerfolg nicht begreifen. Also, ich glaube jetzt, nicht. Ich muss etwas einwenden hier. Ja. Und zwar, Sie setzen jetzt ein Märchen wieder in Umlauf, das immer wieder zirkuliert und das eigentlich nicht zirkulieren dürfte, nämlich, dass die erfolgreichen Bücher von den Verlegern gemacht werden. Und dass ein Verleger, der gewitzt genug ist und genug Geld hat, dass er aus jedem Ramsch einen Bestseller machen kann und die Esel von Lesern, die lesen alles, nur weil sie in so großen Inserat wird. Und das ist nicht wahr, das hat es noch nie gegeben. Doch. Nein, wenn dieser Roman ohne den Namen Martin Walser in einem kleinen Verlag erschienen wäre, 2000 Exemplare und nicht 80. Also dann hätte erst das literarische Quartett des Jahres 2050 gemerkt, das ist ein guter Roman. Oh, da ist wir hätten der Roman ihn versäumt vergessen. Wahrscheinlich. Lieber, ich werde das ist einer der ganz großen deutschen Romane. Nach der Deutschstunde und der Blechtrommel wahrscheinlich der wichtigste Roman über die deutsche Nachkriegsgeschichte. Also ich merke, wenn der dass die Deutschstunde jetzt auf so hoher Ebene steht. Nein. Mein Freund Lenz wird glücklich sein. Bitte. Wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Reich-Ranicki, wird mir das Buch auch immer sympathischer. Ich denke, da ein mögliches Kriterium für den Erfolg mag wohl sein, die ungeheure Faktenfülle und Genauigkeit, mit der der Martin Walser die Kriegszeit und die Nachkriegszeit in den beiden Deutschländern beschreibt. Sowas von Detailtreue, das hat man so, schon lange nicht mehr in dieser Art gehabt. Hat man genau gewusst, wie das war an der Friedrichstraße, welche Dokumente und Stellen dazu man braucht, ist die Literatur um da, um sowas zu zeigen? Nein. Nein. Sie ist dazu da, weil sie Weltfülle damit herstellt. Lieber, und das tut sie. Hier ist mein genereller Einwand. Was hier gezeigt werden soll, wird nicht erzählt und wird nicht sichtbar und vergegenwärtigt. Das Buch besteht stilistisch aus einer endlosen Aneinanderreihung von Auskünften. Es werden Informationen vom Autor erteilt. Der Held, sagen wir, und ich möchte es nicht parodieren, er geht spazieren, dann geht er abends eine Operette sehen im Metropoltheater, er bekommt einen Brief, das wird alles mitgeteilt. Das Bier kostet so und so viel. Und so alles wird mitgeteilt. Es ist eine Mitteilungsprosa und nicht eine erzählende Prosa. Es ist keine Vergegenwärtigung und deswegen langweilt mich das zu Tode. Es wird fürchterlich sein, wenn Sie das letzte Wort zu diesem Buch haben wollen, werde ich mich lange wehren. Nein, denn das Buch kann nicht als schlechtes Buch sich von uns verabschieden. Halt, ich will noch einen Doch, von mir als Schlechtes, von Ihnen als ein Meisterwerk deutscher Prosa. Im nächsten Jahrtausend wird man noch darüber reden. Das ist ja ganz kurz. Das ist ja noch nicht weit weg. Das wird schon der Fall sein. Das glaube ich auch. Ja, da bin ich schon der Meinung. Nicht bei Philippi. Im nächsten Jahr sehen wir uns wieder und ihr werdet euch an den Titeln des Buchs nicht mehr erinnern. Ich sage, wie an die Titel verschiedener Romane von Grass sich keiner an die Titel erinnern kann. Leider erinnere ich mich an den Titel Die Rettin noch. Bitte verderben Sie uns nicht die Laune. Freunde, wir lassen die Frage offen mit diesem Roman.